Willkommen Freunde zu einer Mod, zu Garry's Mod, und zwar spielen wir Necrophobia. Ja, wir sind gerade mit unserem neuen Auto, das wir uns vor einiger Zeit gekauft haben, hier angekommen. Beziehungsweise wir wollten so einen Ausflug machen mit den Kindern, mit der Frau und so. Dann sind wir hier lang gekommen, auf einmal war das Auto kaputt. Ja, da haben wir extra hier TÜV und so, das ist eine Scheiße. Ja, und dann dachten wir uns, okay, dann gehen wir mal in dieses vertrauenserweckende Häuschen rein und fragen mal, ob diese Leute denn, die bestimmt auch vertrauenserweckend aussehen, über Internet oder über ein Telefon verfügen, ja? Warum habe ich hier... So, ja, und deswegen machen wir das. Okay, es sieht aus wie ein Geisterhaus, aber ich bin mir sicher, die Leute, die werden mir da bestimmt helfen. So, das ist jetzt einfach mal die Zusammenfassung. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Die eine oder andere Folge werden wir hier bestimmt unterwegs sein. Ich mache mal meine Taschenlampe an. Ja, das ist auch unser Van. Der sieht wirklich ganz neu aus. Habe ich in der Zeitung so ein Inserat gelesen. Ja, komm. Interessiert euch nicht. Ihr wollt jetzt wissen, wie es jetzt hier so vonstatten geht. Hier übrigens Grabsteine im Vorgarten mit einer Schaufel und so. Sehr, sehr vertrauenserweckend. Genau wie diese lieblichen Hintergrundgeräusche. Das gefällt mir alles sehr gut. Okay, also dein Auto ist kaputt. Kann man hier womöglich Hilfe finden? Man weiß es nicht. Man munkelt. Alter. Geht die Tür einfach so auf. Ja, gucken wir doch mal. Hallo? Entschuldigung, ich müsste mal telefonieren, mein Auto ist kaputt. Die Frau sitzt mit den Kindern im Auto und... Hallo? Einmal klopfen, ne? Man ist ja von guter Erziehung. Kann man die Tür wieder zu... Nein. Zwei Regale, bestimmt von Ikea. Wie heißt das Regal noch von Ikea? Billy? Nee, ich hab keine Ahnung. Wie heißt das nochmal? Egal. Ja! Ja! Meine Nase juckt. Meine Nase kratzt. Das ist nicht gut. Hallo? Sie sollten tot sein. Seltsam, dass ich Ihnen das nochmal sagen muss. Okay, alles gut. Oh, Tasten kaputt gemacht. Eine Pritsche. Oder? Ist das eine Bank? Ich weiß es nicht. Ich traue dem Typen da nicht. So, wirklich. Oh, Kunst. Null. Oh, das ist Energie. Okay. Ja, ja, ja. Es kann sein, dass ich noch ein bisschen übersteuere. Ich habe ja ein neues Mikro hier mit dem Mikroarm und so. Ne? Das ist alles... Das hier bist du es? Iggy? Wer macht denn da so Geräusche? Achso, das ist der Zombie. Ja, wir lassen den... Wir lassen den einfach mal hier drin. Okay, wird scheinbar von der anderen Seite blockiert, die Tür. Oder was war das denn? Hallo? Ja, passiert. Es ist ein altes Haus. Alte Häuser, die... sind halt so. Ach ja, guck mal, ein Bild von mir. Sehr schön in meiner Schuluniform. Sehr, sehr... Alter, sieht der... Das ist doch ein Peniskaktus. Das kann doch keiner erzählen. Ah! Peniskaktus-Zombies. Mann, ich wollte doch nur Hilfe rufen. Ja. Okay, die Tür ist verschlossen. Wir haben 100 Gesundheit und 15 Schutz. Wir sind natürlich Gordon Freeman, der mit seiner Familie einfach nur einen lieblichen Wochenendausflug machen wollte. Wir lassen die Zombie mal da drin, oder sollen wir den töten? Ja! Na komm, lassen wir den mal da rumkrabbeln. Wir wollen ja eigentlich nur surviven. So, geht's jetzt hier? Ja! Ah! Ja, ich habe irgendwie Waffen dabei. Das war... die Tür. Ich weiß auch nicht, warum ich so viel Schuss habe. Ich kenne mich mit Garrison Mod noch nicht so wirklich gut aus, aber... Ah, vielleicht wisst ihr das ja, dass man irgendwie die Waffen dann hier noch so einstellen kann oder so. Naja, ist auf jeden Fall gerade so. Wobei, wir können eigentlich jetzt die Gravity Gun rausnehmen. Oh ja, ich sollte mal wieder Half-Life 2 spielen. Bam. Ja, ich glaube, wir haben nicht viel Spaß. Wobei, wir kommen ja nicht mehr raus. Oh, guck mal, mein Fahrrad! Hier steht das!
Voll geil. In der Garage von so einem alten Horrorhaus. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, fuck. Leute, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Hallo? Bin ja eingesperrt. Kann mir einer mal die Tür aufmachen? Dann machen wir es so. Wobei, wenn ich es mir recht überlege, will ich ja gar nicht raus. Kommt man hier wieder raus? Das ist jetzt ein bisschen blöd. Entschuldigung. Das ist jetzt doof. Irgendeiner hat vergessen, die Tür wieder aufzusperren. Dann machen wir einfach die Lampe kaputt. Jo. Kann man da man hätte vielleicht was dazwischen tun müssen? Ja, super. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Hier kann man so ein Seil machen. Ja, super. Ich weiß gar nicht, was das hier alles so ist. Ich weiß gar nicht, warum wir alles dabei haben. Egal. Ich will hier wieder raus. Nein, nein. Ist das blöd? Ist das blöd? Guck mal hier, Fahrrad. Mein Fahrrad. Muss doch hier. Muss denen eine Möglichkeit geben, hier wieder rauszukommen. Wird man einfach hier abgesperrt, eingesperrt. Ich fürchte irgendwie, wir kommen hier nicht mehr weiter. Nein, nein, nein! Ja, geil, oder? Sollte ich jetzt hier irgendwie das nochmal neu starten, oder? Kann ich bestimmt auch... Kann man hier nicht so irgendwie durch? Jetzt müsste ich das nur hinkriegen, dass ich wieder laufen kann. Wie war das? So. Ja, sorry. Hä? Das ist aber... War das jetzt ein Bug oder bin ich einfach dumm? Ich weiß es nicht. Komm, wir gehen auch so ein bisschen hier rum. Gucken wir mal, was hier noch so passiert. Hä, warum? Aber da war doch... War hier irgendwo ein geheimer Weg, den ich da nicht gesehen habe? Geht's dann da weiter? Also die Tür ist auf jeden Fall von beiden Seiten zu und da war nichts. Kommt man auch nicht rein. Alter, hier ist alles verschlossen. Alles zu. Kann man nichts kaputt machen. Mein kleiner grüner Kaktus, der liegt auf dem... Na, auf dem Boden jetzt. Hallo. Hallo. Hier eine Tür? Hier ist keine Tür. Merkwürdig, merkwürdig. Hier hinter. Ah, okay. Hier geht's weiter. Ah, da wird man da eingeschlossen, kommt da nicht mehr weiter. Also sorry, dass ich da quasi gescheatet hab, aber... Kommt man... Warum komme ich da nicht rein? Ich musste... Ich glaube, das Brecheisen muss mal wieder... Ich finde das ja so super, ey. Die Grafik und die Physik von Half-Life. Ich komme da nicht lang. Ah, jetzt geht's. Alter Schwede, was ist heute los? Ah! Oh. Na, du siehst aber nicht mehr gut aus. Zum Model von Germany's Next Topmodel. Naja. Schlank ist sie ja. S. Keine Ahnung. Boah, ich dachte, das springt jetzt irgendwas raus. Ja.
Scheinbar sind wir an einem Tatort angekommen. Das erkenne ich anhand des Blutes. Hallo? Okay, auf. Wir sind jetzt irgendwo Dachboden. Zweite. Ah! Oh, Alter. Ja, so Munitionsknappheit haben wir natürlich jetzt nicht. Das ist vielleicht ein bisschen blöd und so, aber die Schock, die Schockmomente sind ja trotzdem da. Insofern macht es ja trotzdem Spaß. Ah! Ah, wo kommt der denn her? Yo, lauf bei dir. Boah. Zombie-Torso. Na! Ah! Ah! Das war ein Headcrab in Schwarz. Ein halb verbrannter Headcrab. Was ist das hier? Ah, okay, 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 okay. So, erstmal Schrank kaputt machen, damit sich da kein Monster drin verstecken kann. Alles kaputt machen. Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr in Half-Life 2 früher auch jede, also wirklich jede Kiste kaputt gemacht habt. Das würde mich mal interessieren. So. Auch kaputt. Ich hab Angst. Mama, Mama, wo bist du? Mama! Hier! Ja! Oh, fuck. Ja, so, so, so. Die Kunst besteht darin, die Headkrabbe im Flug zu deinem Kopf mit der Brechstange dann abzuwehren. Ja, Schwachsinn eigentlich, die Energie zu nehmen. Wir waren ja fast voll. So, ein bisschen Muni und so. Hier, da, einfach. Also so ein riesiger Raum, so. Steht fast nichts drin. Aber eine Zweier, eine Doppeldeckdose. Die muss natürlich mit dabei sein. Und ein Ofen. Na, hab ich dich gut zerteilt, oder? Es war eine ganz saubere Sache. Ah! Okay. Baseball spielen! Jawohl! Boah, ich hab so Bock auf Half-Life gerade wieder. Boah, ich hätte so gerne Half-Life 3. Boah, kündig das mal an, Valve! Mitarbeiter, Jungs und Mädels von Valve. Man weiß ja immer noch nicht wirklich, wie sich das ausspricht, oder? Wolf? Malfe? So ein Zwischending irgendwie? Ich weiß es nicht. Ich habe ja früher mal Wolf gesagt, aber mittlerweile wurde ich ja verbessert und es heißt wohl Valve. Wobei das, nur weil es andere sagen, heißt das dann nicht, dass es wirklich so ist. Aber okay. Wenn ihr da irgendwie... Ah! Entschuldigung. Entschuldigung! Entschuldigung, ich habe mich gerade erschrocken! Am Ende war das unsere Frau, die im Auto nicht mehr warten konnte, weil die Kinder einfach genervt haben. Dann haben wir die hier so mit der Brechstange, mit unserer Stange erschlagen. So, da. Ah, sonst sind wir jetzt. Ah, 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 über Leichen! Ein Torso! Jetzt sind wir schon beim Keller dieses Hauses. Ja, wir waren eben im Erdgeschoss wieder da, wo die Wand kaputt gegangen ist. Und jetzt sind wir noch ein Stück weiter runtergefallen. Hier sind Teile einer Wirbelsäule und andere Leichenteile und Knochen im Wasser. Das sieht gut aus, das ist schön. Da freue ich mich einfach mal. Und ich würde sagen, dann mache ich jetzt hier eine kurze Pause. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Necrophobia wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.